Du hast auch gleich deinen Kalender tippen. Neue Speicherung. Ja, ja, nee, heute schon geschmunzelt, die Radtour. Die zwei Menschen, wenn der wird das verknappert, das Haus. Ich dachte, die basteln irgendwas, weil das zeigt so. Ach so, kannst du mal einstellen, dann ja, ja. Kommt so Film, das ist schön, ne? Kannst du mal HD anmachen? Musst du später mal Mofa-Tour angeben. Thank you.
Sind doch lange hier vorne. Die Chance erhöhen, dass man eine neue Liebe findet oder dass eben in die bestehenden Beziehungen richtig frischer Wind kommt. Es wird bestimmt eine sehr, sehr schöne Zeit im Februar. Deswegen, also im Januar braucht ihr noch ein bisschen Geduld und Zusammenhalt und müsst einfach gucken, dass ihr euch in eventuelle Frustkonstellationen nicht reinziehen lasst, sondern dass ihr voll euch darauf konzentriert, wer euch wichtig ist und wem ihr wichtig seid und dass ihr da einfach zusammenhaltet. Und diejenigen, die spirituell arbeiten, die können ganz, ganz, ganz viel bewirken im Januar. Genau. Ja, in den einzelnen Sternzeichen-Videos erfahrt ihr dann, wie die Konstellationen sich für euch persönlich auswirken. Und ich gehe dann den Monat durch und gehe nochmal auf die kritischen und auf die Top-Tage im Januar an. Und mein Tipp noch, schaut euch ruhig auch das Video eures Aszendentenzeichens an. Das kann auch noch wichtige Informationen für euch beinhalten. Ihr wisst ja, dass euer Geburtshoroskop viel mehr umfasst als nur euer Sternzeichen und deswegen biete ich euch auch persönliche Beratungen und Workshops rund um euer Horoskop an. So wird es zum Beispiel Ende Januar den nächsten Workshop meiner Ausbildungsreihe geben und da geht es dann um Liebe und Beziehungen im Horoskop. Und zwar beginnt der genau zum Neumond im Wassermann am 28.01. 28. und 29.01. an dem Wochenende Liebe und Beziehungen im Horoskop. Da lernt ihr halt alles darüber, wie man Partnerhoroskope richtig deutet. Und dazu gibt es ein kostenloses Info-Webinar. Und das ist jetzt am 28. Dezember um 19.30 Uhr. Und wenn ihr das verpasst haben solltet, könnt ihr euch dann aber das Video davon auch noch angucken. Und das verlinke ich hier im Video auch. Da braucht ihr nur drauf zu klicken, dann kommt ihr dahin, falls ihr euch eben informieren wollt, was ich da vorhabe. Denn diese Ausbildung umfasst 3 Kurse im Laufe des ganzen Jahres 2017, weil da eben die Liebesplaneten auch so ganz besonders schön stehen. Den günstigen Aspekt zu Ja, und außerdem gibt es auch wieder eine Verlosung. Ich bleibe dabei, ich verlose unter den Abonnenten meines YouTube-Kanals immer etwas Schönes und diesmal verlose ich eine Kurzberatung, 15 Minuten, also wenn ihr eine persönliche Frage habt und dann kommt ihr da dran und könnt dann euch 15 Minuten lang einen Tipp dazu abholen. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit eure persönliche Beratung hier bei mir buchen. Horoskop, Partnerhoroskop, vielleicht auch noch ein Jahreshoroskop jetzt im Januar, was ihr eben so braucht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen Januar mit viel liebevollem Zusammenhalt und alles Gute mit den Sternen. Haben die aus den Buchen Bücher gemacht, die Drecksäcke? Buchen kann man auch machen. Ja. Bucheckern kann man auch essen. Haben wir früher auch hier essen. Mhm. Oder in der Pfanne geröstet. Das ist so. Oh ja. Ich habe noch Cornflakes drüben, auch keine Milch. Ach, Hans.
warum so. Soll ich denn? Warum soll ich denn so schlecht für dich? Kein Problem. Nee, ich habe noch ein Toastbrot noch ab. Hier noch auf der Bank. Das Beste, was du essen kannst, ist die Hütte da, ja? So. Und ich gebe dir noch einen Apfel. In der Pfanne braten. Ich gebe dir noch einen. Das ist auch wie Müsli, das kann man auch. Ist halt früher jetzt immer Birne. Haferflocken. Mit Butter und Zucker in der Pfanne. Guck mal, der ist noch wirklich. Oh, ja. Ach, ein kleiner Apfel. Genau. Wird mein Frühstück. Ja, ist das. Ja. Schub, den kannst du auch noch haben. Ja, und ja, schub den noch und dann mache ich die. Ja, schub das Zitrone rein und dann ist der. Bist du netter ins Magen. Ja, das ist besser als Kaffee. Das ist wahr. Das ist besser für den Magen, das ist besser für die Zähne. Im Allgemeinen. Meine Mutter hat in der Quarkspeise immer mal ein bisschen Schuss Zitronen mit dran gemacht. Mhm. Mhm. Vitamin C, da hat es ab. Doch, muss man auch auf Vitamin C. Das ist der Widerstand gegen alle Krankheiten. Hoch wie hier mit. Der Widerstand, ja. One apple a day keeps the doctor away. Ich hab so Bonbons früher. Gibst du noch von Vic Klau? Nee, von Vic. Und Ginger. Vic. Ginger. Ja. Der kleine Hund von Albrecht. Ja. Die frisst ja auch Abi. Schmeißt du hin? Ja, das frisst die das. Zack, zack. Und dann kriegt die einen Hund zu kauen. Und dann sollst du wieder schmeißen. Und dann kaut sie wieder das Bonbon. Ja, wenn die das frisst, ja. Aufziehen. Ja. Dann sind sie gesund. Ja. Hat immer die auch gesagt, die Gurke oder Erdbeere oder irgendwas naschen, weil sie sonst nicht essen. Und Bella. Ja. Ja. Die haben einfach. Ja. Die hat mit mir die Walnüsse gegessen. Ja, hast du auch, der hat so Erdnüsse, alles Chips, da frisst ja. Der hat mir die Partyschale abgeräumt. Oh, ich war nicht da, ich war auf der Toilette. Ich denke, was macht denn der da auf dem Tisch mit zwei Boden? Ja, so. Ich dachte, du hast hier noch Futter. Es war nicht gut jetzt, aber Salz mag wegen der Hunde nicht. Verarbeiten die nicht so gut. Kommt mit Wurst, die so salzig ist, die sagt aber nicht so. Das ist aber. Nimmer. Aber Hund ist alles, was so. Das ist wichtig zu wissen, was für Salz, ja? Denn Salz ist unterschiedlich. Eins, da gibt es Salz, das ist kein Salz. Das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Glutamat? Glutamat. Es ist einfach nur Natrium und Chlorid. Das sind zwei Elemente. Aber das richtige Salz, das besteht ja aus allen Elementen. Ja? Das Schwersalz und das Steinsalz. Das sind diese orangenen Steinsalzlampen. Ja, die. Solches Salz, ja. Neuerersalz nennt sich das. Kommt so aus Pakistan und gibt mir schon. Das, ja. Oder meinetwegen auch das von Halon. Ja. Das ist alles tausendmal. Weniger schlecht und viel, viel besser als das, was du hier hinterher schmissen bekommst für 19 Cent. Ja? Ich habe. Das machen wir auch dieses Jahr. Die Lampen. Alle anständig mit Salzfutterung. Durch die Wärme entstehen so Gase, richtig Gasgeruch, wie so eine Sohle. Und dann ist das gesund, das immer gebraucht. Gesundheitslampen heißen die. Die waren mal ganz groß im Wetter. Ich habe, glaube ich, noch so dick, wo eine Katze reinkommt und durch die Wärme. Ja, das sind die kleinen wichtigen Dinge. Die sind echt gut. Ja, ich glaube, das immer aus, dass das unser Satz im Haus ist. Mein Opa, der ist dann in Bad Domberg, ist da mal in dem Quartierberg lang gelaufen. Oh ja, dass die Salzluft, was da so. Die lassen da Wasser drüber laufen, ja. Ja, genau. Dass die inhalieren, ist das. Ja, ist die schlechte Luft. Ich musste als Kind immer inhalieren, da musste ich immer ins zweite Kind sehen. Ja, da warst du da, als es noch schön war. Zu den Jahrzeiten, da sind sich da angeschlossen. Da hat nicht gekostet, da war das noch staatlich. Da konnten Rentner Kosten aussehen. Die haben die vom Arzt da Bescheid gekriegt, dass die da das nutzen können. Ja. Da haben die auch gleich, das war so eine Ringschaltung. Ich weiß nicht, da hast du dann gesessen, neben Rentner oder neben da und jeder hat seinen eigenen Schnuppel gehabt. Ja. Sommer wie Winter. Der Winter war es immer mehr voller, weil viele waren ja auch krank. Ja. Mhm. Die alte Tante, die da war, die war wie Pförtnerin, die hat dann immer die Mundstücke sauber gemacht oder neues Kopf gesteckt oder was weiß ich, wie das war.
hier schon Garagenbuddel. Du musst halt raus zu dir, ne? Mhm. Ich habe ja wahnsinnig lange Wunschzettel schon. Weißt du, all die Dinge, wo du denkst, oh, damals hätte ich das eventuell machen können, auch jetzt, aber irgendwann wird es möglich sein. Oh ja, so weißt du das. Du antwortest das. Irgendwann hat es erlaubt. Deine Wünsche werden noch erlaubt. Klar, irgendwann mal, ja. Ja, ja. Manchmal werden Träume auch wahr, ja. Manchmal? Ja. Ich weiß auch nicht, wann ich vielleicht mal richtig taten habe, ob das früher gestanden bin, oder was hast du neu geträumt? Das war lange her, ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Nee, ich glaube nicht mehr. Weil du immer so erschöpft bist, Hans. Weil du immer so erschöpft bist. Ja, aber auch schnarcht und dann auch unruhigen Schlaf. Nächstes Jahr wird alles noch besser, viel besser, ja? Wovon haben sie raus, wenn wir gemacht? Was kommen da jetzt rein? Was können wir? Was sollen wir rein? Wünschen wir uns da rein. Bitte. Das wäre ein schön. Nur Bäckerchen. Ganz schönes Kaffee. Und so eine Begegnungsstätte für alte Leute, oder? Ah, was schönes. Eine Suppenküche, wo sie alle billig essen können. Ja, das ist noch besser. Hä? Das ist noch besser. Das kostenlos essen. Ja, und das ist auch billig, kannst du sagen, oder rein, was? Nee, nicht billig. Warum denn nur billig? Was willst du billig gut? Nee. Billig ist doch eigentlich nicht schön. Kostenlos ist ja schön. Kostenlos ist was anderes als billig. Weil billig nennst du auch irgendwelche Schampen, die sind auch billig, ne? Also billig ist nicht schön. Also, ist ein dehnbarer Begriff für billig. Kostet nicht viel, aber oder? Billig ist doch nicht wirklich positiv. Ja, okay. Das ist doch einfach so, das ist wie geil, das ist geil, ne? So Scheiß. Nee. Das muss nicht billig sein. Nein, das ist günstig. Günstig? Ja, einfach nur günstig. Günstig ist schon besser. Günstig hat es aber fast von günstig. Ne? Günstig ist der ganze, das gibt es ja woanders noch teurer, aber günstig ist schon mal gut. Hab ja. Das sagst du mir was. Macht ihr und billig, das ist ja... Ach, das macht das die Auswahl ja so einseitig bezogen nur auf Geld oder auf einen bestimmten. Billigware. Da gibt es ja also, wer billig kauft, nee, wer billig kauft, dann billig. Zweimal, dreimal, viermal, genau. Kennen wir. Ja, wir brauchen wieder Qualität. Weil es gibt doch was billig ist in der Qualität. Na, damals, siehst du noch, die Waschmaschinen, die sie gebaut haben. Ja. Auch meine, die ich leider lange hatte. Ja? Ja. Erinnere dich mal an die Qualitätsarbeit. Second-Hand-Shop wäre schön. Es ist ja, wir haben doch schon, wir sind doch schon längst darüber hinaus, wir haben doch schon umsonst Laden. Also. Ja. Dann ist aber auch günstig. Wenn da hier drinnen wären die großen, na gut, da könntest du mit der Miete. Da oben in der Wohnung. Oder Tauschladen, wo du was hinhockst und was anderes mitnimmst. Ja. Das wäre schön. Es gibt aber so Laden noch mit Regalen, da kannst du so ein Regal mieten im Monat. Das kostet aber Geld. Das spielt Geld eine Rolle, das brauchen wir nicht. Wenn wir tauschen wollen, brauchen wir kein Geld. Nee, aber du kriegst, das loskriegst und wenn das jemand kauft, dann hast du dein YouTube. Ja, aber das ist nicht schön. Hans. Ich guck mir den Besitzer an, weißt du, ich guck mal die Mülltonne direkt vor dem Laden an und da weiß ich Bescheid. Das ist ein Arschloch. Das ist ein Drecksarschloch, das ist ein Dreckskerl, das ist ein Wichser, das ist ein Blödmann. Das ist ein Heini. Das ist ein Heini. Weißt du, dass du Pizzakartons findest und dann den Müll, den eigenen Müll, den eigentlich entsorgen musst aus seinem Laden?
Eigentlich bezahlt ja aber, wir zahlen alle mit drauf, bei der Müllabfuhr und alles, ja. Super wäre es, die Menschen, die privaten Müll einfach nur anderen aufbürden. Die Allgemeinheit wird echt jeder Scheiß auf die Boden. Kostet uns alle an. Mhm. Also komm mal Luft zum Atmen. Deshalb musst du immer dein Salzkradierwerk und deine Bräunchen und deine Lunge wieder gesund machen. Weil früher manche Dinger länger gehalten haben, oder aus Holz waren und nicht aus Plaste. War schon schön. Ja, aber das ist es ja eben. Ja, die Dinger wollen so besser recyceln als die neuen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wir wollen das nicht mehr und die Welt ist einfach nur noch. Was sagst du, bis kurz bevor sie die Welt zugemüllt haben oder ja, sowas? Wir werden es ja nichts anderes machen. Ich hab schon mal schön Aufkleber. Der letzte Fluss verseucht, der letzte Fisch gegessen. Genau, man sollte merken, dass es das Geld nicht essen können. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht, aber. Das ist von einem Indianer gewesen. Ich kenne ihn auch. Da liegt schon das hier oben. Oder? Ja. Du kannst dir vorstellen, das ist auf keinem anderen Planeten in der Galaxie oder im Universum. Also, dass es nirgends woanders Geld gibt, kannst du dir das vorstellen? Nur hier auf diesem blöden Planeten. Ich kann mir das ja gut vorstellen. Früher die Händler, die haben getauscht, ihre Muscheln oder ihre Fische, was weiß ich, irgendwas anderes. Das war schön. Dann kann ich mir ehrlich vorstellen, dass das auf der einzelnen Planeten. Ja. Das ist immer zahlt und nie natürlich. Weil die amerikanische Wissenschaftler festgestellt haben, dass ein Planet gibt, wo es irgendwo auch noch leben gibt. Das würde das ja gar keinen Sinn machen, was ich gerade erzählt habe. War nicht so wie wir vielleicht, ein bisschen anders. Ohne Geld halt, ohne Geld. Leben entwickelt sich ohne Geld. In Amerika gibt es solche Dörfer, ich weiß auch nicht, die heißen, die fahren. Oder hat mein Papi, meine Mami dafür bezahlt, dass sie mich zeugten? Mhm. Nee. Oder? Ja. Wie war das? Aus Liebe? Ja, siehst du, also bin ich doch nicht aus Geld entstanden, sondern mit Liebe gemacht. So wie alles. Mhm. Also der Mensch tut's doch, oder die Natur. Die Natur macht immer mit Liebe, inklusive der Tiere und Pflanzen. Und alles, was der Mensch dazu tut, kann er auch mit Liebe tun. Und dann wird's doch noch schön. Aber bei manchen ist es vielleicht nicht aus Liebe, ich weiß es nicht. Vergewaltigungskinder oder da steckt bestimmt nicht Liebe drin in die Frau. Oder? Dann ist es das Gegenteil von Liebe. Was? Nämlich der Mangel davon. Ja. Also liebevoll und Liebesmangel. Liebevoll sein, also ja. Voll von Liebe oder liebesarm sein. So, also leer, lieblos. Lieblos. Liebesvoll, liebevoll und lieblos. Das ist dann die lieblose Variante. Aber da steckt trotzdem die Liebe drin, nur dass eben der Mangel da angezeigt wird. Aber unterm Strich ist es doch alles manche, aus demselben Grund geschehen. Manche Frau will ja noch Männer lieben und dann kommt so einer und vergewaltigt ihn und dann hat es umgehen. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass die Frauen und die Männer irgendwie miteinander kommunizieren können, dass sie anfangen, sich zu verstehen. Weißt du, es gibt doch ständig diese Sprüche, hier, Männer können nicht einpacken und Frauen können nicht denken oder so ein Scheiß. Na, das muss doch nicht sein, stimmt doch nicht. Es gibt doch, du kennst doch genug Männer, die das und das nicht können, was Frauen können. Und ja, aber manchmal, die meisten, laut Statistik fahren nur die Frauen besser als die Männer. Ich fahre auch richtig gut Auto, kannst du wissen, unfallfreie Frauen. Hm. Viele, weniger also, Unfälle kommen durch Frauen. Genau, das ist es nämlich. Mal sehen. Die Frauen vorsichtiger, die Frauen. Wollen wir mal die ganzen Vorurteile abbauen, die helfen. Ja, du hilfst mir dabei und ich helfe dir dabei. Zum Beispiel die scheiß Blondinenwitz und so, wisst alles. Die sind vielleicht lustig. Warum auch nicht? Stell dir mal vor, du würdest die Witze, wo die Männer erzählen, was da auch. Ja, wo man mal anscheinend die Männerwitze machen. Kann man mal ins Buch schreiben. Warum ist das mal ein Buch? Bloß die Witze, die von Frauen gedacht sind, für die Männer. Ja, also da redest du doch, sind doch hier auf Dünken. Ja, so. Was macht der Mann in der Wüste, was er zu Hause nicht macht? Der wollte ich so, der Staubsauger. Der wollte es mal nicht wissen. Ja, das wäre doch schön. Was macht der denn? Was macht eine Blondine da in der Wüste, der Staubsauger? Ja, schön. Einfach nur genau. Einfach nur Blondine durch Männer setzen. Oder wann ist der Mann der Euro? Oder der Schmanni ersetzen. Ja. Weißt du, Manni ist doch der hier mit dem Manta, der Manni. Ja, einfach durch Manni ersetzen.
Money und Männer und ist ja nicht so weit auseinander. Money ist nicht normal nur Euro wert, wenn du einen Kuss machen schiebt. Wenn er einen Kuss machen schiebt. Ja, du weißt, das ist sehr abwertend. Ja, ja, ja. Das sehr abwertend. Es gibt auch Männer, die sind abwertend gegen Frauen so durch Witze, aber sind eigentlich sonst liebevoll. Das ist spannend. Wie kann das denn sein? Wie passiert denn sowas? Auf jeden Fall, Hans, ich würde es mir total wünschen, wenn du ein erfahrener, sehr weiser Freiflieger wirst. Ja, da muss ich mir überlegen. Nein, ich vertraue, wir haben da viele Jungspunde, weißt du, die sind alle nicht, die haben alle noch nicht so viel Lebenserfahrung. Und du kannst wenigstens sagen, hier, bla bla. Mit 50 und Mama. Blablabla. Richtig. Das ist genauso wie ein Neger, da findet der Ring. Und da freut er sich und da auf immer spricht der Ring mit den Neger, du hast drei Wünsche frei. Ja. Oh, sagt er, ich möchte weiß werden. Der hat dann irgendwas weiß. Dann sagt er, ich möchte am schönsten Platz der Welt liegen. Da liegt am schönsten Platz der Welt. Und die sagt dann, ja, ich will mich mal betrinken mit Rot. Und dann kommt die dumme Frage, was ist der Neger hier oben? Wo das bin ich? 255 Euro ist. Der Rechnung ist eine Jünger. Müssen. Ich muss sowas wegmachen. Die werden nicht tun. Ich will ja auch ein bisschen Geburtstag feiern. Meiner fällt genau vom Montag. Guck mal hier. Ich könnte einen Nusskuchen, Meinungskuchen kann ich beisteuern. Da brauche ich vielleicht noch eine andere Zutat, aber die findet sich auch noch. Ja, kann ich machen. Nussgebäck kann man auch machen. Man kann auch Plätzchen backen, oder man kann. Ja, wir wollen sowieso mal Plätzchen backen. So Rührkuchen mit Nuss, mit geriebener Nuss, dann gibt es ja auch. Das gibt es auch manchmal solche Ecken, Nusshecken oder was. Ach, da müssen wir mal in den Backbuch gucken. Ich habe welche da, aber ich weiß nicht wo. Anfangen mal nächstes Jahr Ordnung zu machen, weil ja. Von der Oma habe ich noch Leute. Aber dann nehme ich den Umsonstladen hier selber aufbauen. Und dann tausche oder sie will einfach noch bunt hier. Bin ich mal gespannt, ob sie keine findet für mich. Hans, sobald du in deinem Leben wieder siehst, schön, es geht voran. Ja, es geht voran. Ab dem Moment willst du dir wohl nicht. Na, mal sehen. Du glaubst es. Man sagt ja mal, Sex ist nicht alles. Das war dazu, das muss nicht jeden Tag sein oder was weiß ich. Aber ein bisschen Geborgenheit brauchen wir schon. Ja. Ja. Ich bin zurzeit ein bisschen fehl am Platz. Ich bin in den letzten 15 Jahren nur auf jeder Stelle getrampelt. Kinderliche Arbeit, Unfälle nach und noch. Immer so Schicksalsschläge. Weil manche, die erben was und dann läuft das, die haben Arbeit. Die kennen keine Not oder keine Krankheit kennen. Ja, Hans. Was? Meinst du nicht, dass du ohne Geld viel besser dran wärst? Ja, dann. Stell dir mal vor, du hättest einen funktionierenden Freundeskreis. Ja, du hast eine liebe Familie, Orte, wo du willkommen bist. Und dann wäre das Geld doch gar nicht mehr so. Ein schönes Grundstück wäre was Schönes. Ich glaube, wenn ihr großes Grundstück hättet. Du kennst doch dann genug Menschen, die immer wieder schöne Grundstücke haben, wo sie dich immer wieder einladen. Mal sehen. Ja. Ach, ich würde gerne einen Campingplatz machen, das wäre schön. Ein Campingplatz, ne? Das ist doch was. Das ist gut, das mag ich. Ja, nee, aber so ein Campingplatz, wo du auch nicht nur mit dem Zelt hin kannst, sondern wo du auch eine Hütte mieten kannst. Richtig. Das ist ja manchmal in Deutschland verboten jetzt, ja. So eine Art selbstgebaute Bungalow auf ganz einfachste Art und Weise. Wie in Amerika, die komischen Siedlungen. So ein Menschenzoo. So, die helfen sich alle gegenseitig. Der eine ist vielleicht Mauer, der andere ist Dachdecker, der andere ist Bäcker, der andere, wenn die sich da entwickeln. Ja. Ihr richtiges Dorf, richtig Dorf. Na, und da brauchst du weiter kein Geld. Da brauchst du kein Geld. Da gibt es nämlich Leute, die gehen in den Wald und machen sich mit einem Messer oder was weiß ich, was sie haben, bauen sie sich da eine Luxusmühle. Ja? Müsste aber kontrolliert sein, nicht, dass sie mit ganzen Bäumen abholzen. Sonst hast du nämlich nur Rippen und ringsum der Wald ist weg, weil sie alle nur das Holz dann da holen. Das ist eine wichtige Geschichte, ja. Aber wir möchten ja auch mit dem arbeiten, was wir alle schon angehäuft haben, was so da ist und was noch nicht genutzt werden kann. Oh, dort wer großen Baum fällt von seiner Hütte, müsste er eben pflanzen. Das wäre natürlich nie. Ja. Nee, dann muss mindestens drei Pflanzen müssen wir auch. Ja, weil der kann ja auch einen jeder Baum. Da hab ich ja Holz, ist da. Und dann muss er schwören, dass er das nie wieder tut. Ja, das nicht, aber wenn du mit hilft, dann wieder was zu bewirtschaften, dann wird er schön bepflanzt. Da muss auch das Holz nehmen, was nicht so, was weiß ich, Buche oder Fichte oder was weiß ich.
manchen Gebieten, da wünscht man sich, dass man ein kleines Häuschen hat zum Unterstellen. Da siehst du im Alaska, die haben sich dann immer mal noch Holzhütten gebaut, wenn sie auf Natur sind und können nicht zurück nach Hause. Nutzen sie das so, haben sie mal gebracht. Da steht mitten im Wald ein Häuschen mit einer Tür, das sieht aus wie ein Fortnachhäuschen oder wie so eine Busstation mitten an der Weg. Ja, ganz klein. Ganz, dass du bloß zu zweit drin schlafen. Richtig, mehr braucht's nicht. Ganz genau, so dachte ich mir. Ja. Oder auch hier an Wanderwegen oder auf irgendwelchen zwischen irgendwelchen größeren Dörfern, Ortschaften. Irgendwo dazwischen einfach so Nöte, wo du da hinkommst, denkst, oh cool, hier kann ich mich waschen. Dass du das dann so verlässt, wie du es vorgefunden hast. Da gibt es vielleicht ein bisschen was. Und dass du deine Nahrungsreste zurücklässt oder streichelst und also mal liegen lässt vernässt. Genau, dass das, wenn der nächste kommt, alles. Dann auch Feuerholz hat im Winter, oder? Richtig, sowas. Ganz, ganz easy. So wie es hier im Prinzip in dieser Wohnung auch ist, wenn Christian sagt, hier, so wie es jetzt sauber ist, wenn ich wiederkomme. Das wird jetzt der Standard sein. Deshalb mache ich das jetzt halt auch noch ein bisschen schöner. Ich mache es wie vorher auch noch ein bisschen schöner. Da freut er sich mehr, ja. Nur weil das ist doch das Normalste, dass wenn du nach Hause kommst, dass du nicht willst, dass es dreckiger ist als vorher. Das ist es nämlich. Ich möchte, dass wenn ich nach Hause komme, es nicht dreckiger ist, als wie es war, als ich es verließ. Das ist doch ganz logisch. Das ist doch das Schlimme. Eigentlich, das ist auch blöd. Landschaften im Fluss hört allen, ja. Aber du darfst nicht kostenlos in dem Fluss deinen Fisch angeln. Das ist schon blöd. Wer verdient da dran, nur der Staat? Na, das hat was mit Schutz zu tun. Naja, dass nicht alle verwildern und alle da nur angeln. Du könntest ja ein Loch buddeln mit des Wildschweins Hilfe oder mit einem Bagger. Ja. Und dann machst du da einen Teich und dann setzt du da Fische rein. Und dann könntest du die vielleicht auch angeln. Und wenn der Fluss durch dein Grundstück geht? Also was? Den darfst du doch angeln, wenn du einen Angelschein besitzt. Ja, dann darfst du. Naja, das ist ja das Wichtige, weil das sind ja lebende Tiere, das sind doch Lebewesen. Und hast du Grundstück gemacht? Da kann doch nicht jeder kommen und unseren Tier töten, ohne irgendwie ein bisschen eine Einweisung erlernt zu haben. Das oder hat doch auch was mit Respekt zu tun. Oder musst du vom Fluss eben so Wasser am abmachen, dann durch dein Grundstück läuft? Oder? Na, aber das gehört dir doch gar nicht. Nee, oder, naja, warte mal. Man kann ja auch künstlich anlegen, was mit der Wasser pumpt. Ne, so und das kostet dann wieder alles Strom, das kostet die Plaste und so, das brauchen wir alles nicht. Man kann auch künstlich was anlegen. Nein, du willst ja echt bis ans Leben deines Endes arbeiten? Nee, nicht unbedingt. Du wirst doch jetzt irgendwie anfangen, mal Spaß zu haben, oder? Am Anfang mal wieder Gemeinschaftsgefühl erleben. Ich wollte ja nur noch arbeiten bis 60. Ich habe noch 10 Jahre Zeit oder 15 Jahre, aber dann muss Schluss sein. Ich möchte nicht mit 80 noch einen rumkrabben. Lass uns mal dran erinnern, hilf mir mal, mich daran zu erinnern, wie schön das früher war, als es das hier noch alles gab in dieser Zone hier. Als dieses Gemeinschaftsgefühl noch existierte, hilf mir meinen Eltern, sich wieder daran zu erinnern, die damals noch mit ihren Nachbarn zusammen Blumen gepflanzt haben im Garten und die dann in der Stadt verkauft haben zusammen. Nur dass wir das Geld jetzt nicht mehr brauchen, sondern wir einfach brauchen uns nur noch uns gegenseitig. Wir haben manchmal, ich hilf manchmal auch Geld gemacht, ein bisschen was zusammengesammelt, aber auch Kilo Kirschen oder ein Eimer Kirschen. Mhm. Und dann haben wir die beim Nachbar-Dings verkauft, haben wir mehr Geld gekriegt. Bis dahin, also, guck mal, und ich, die Jörn schon hier zu tun hat, ich kann dir immer was zu rauchen anbieten, ich kann dir immer was zu essen anbieten, ich kann dir immer einen schönen Kräutertee machen. Ja, und ich habe viel mehr Zeit. Ja, ich wüsste, weil ich dem Geld nicht mehr hinterher rennen muss. Ich habe so viel mehr Zeit für all die schönen Dinge, um die euch auch allen zu zeigen, damit ihr seht, dass es möglich ist. Man kann auch schöne Dinge ohne Geld machen. Ja, man kann das sowieso. Ja. Gemeinsam Zeit verbringen, sich gemeinsam Zeit schenken. Ich möchte ein bisschen was lernen, wie man Küchengeschirr aus Holz macht. Da weißt du, wo um die Ecke, hier gleich um die Ecke wohnt Phil. Ach, Phil, ja. Das ist der Liebste von der Silvia der Klein. Und der hat mir letztens einen Kochlöffel gezeigt, einen Suppenlöffel. Also das ist der linkshändige Omi. Hm? War so gedreht und sah aus wie Wurzelholz. Und das hat ja frittiert, das Holz. Ja. Frittiert, damit das schön damit es so bleibt. Der war auch im Wald, der hat einen riesengroßen Baum, so einen Durchmesser, der lag da schon. Ja. Hat er selber mit der Kettensäge allein, hätte das abgesägt, hätte sich beinahe hier noch irgendwie verletzt. Fast so groß ist das, ja? Dann hat er einmal noch mal in der Mitte durchgesägt und hat wohl gemacht. Das ist jetzt wie so eine Truhe. Das ist eine Truhe. Der hat eine Truhe gebaut, das ist eine Baumstamm. Das ist ganz alleine. Guck.
wenn ich mich gestochen habe mit diesem Scheiß hier. Das haben die nämlich vergessen. Das hat Silvia bei uns vergessen. Hier unten liegt doch ein Nachbarhaus, stimmt. Den wollte ich noch abholen. Wir haben Nachbarhaus. Da will auch irgendwas draus schnitzen. Ja, macht er. Seine Freundin ist auch nicht. Auch die sieht man wen ja noch. Wir müssen Verkehrsmittel erfinden, wo die Menschen selber trampeln müssen. Ja, wie so ein Fahrrad, nicht mehr sitzen und kurz rein, du musst doch. Na Hans, wenn wir erstmal mit dem Fahrrad fahren, klingt es halt bestimmt erstmal. Ja. Wenn du erstmal mit dem Fahrrad fährst, dann bist du wieder viel fitter. Na. Dann kannst du wieder viel besser Luft holen, dann wird dein Körper sich ganz viel besser fühlen. Ich mach das ja mit Silvi, mit der anderen. Hm. Ja, ich kenne ja hier um die Ecke Zweier. Die hat das nämlich, die ist früher auch ganz viel Fahrrad gefahren. Und überhaupt. Da haben sie auch hier ein Pinkfond das Fahrrad geklaut. Aber sie meinte, sie hätte es irgendwo in der Stadt gesehen. Und sie meinte, ich soll auch die Augen aufhalten, ob ich es irgendwo mal sehe. Weil, und wenn sie sagt, sie hat das gesehen, dann sagt sie, das ist nicht Pink. Ein Pinkfond ist jenes, ein 24. Nee, Darmrad. 26. 26 Darmrad. Ja, da stand bei Rewe an der Bushaltestelle neben da. Das ist Silvias. Das wurde da aus dem Keller geklaut. Das war lila, so ein bisschen von der lila oder pink. Pink? Ein bisschen pink, so. Muss man fragen, ob die leicht und ob die leicht grünen Gepäckträger dran hatte. Warum? Die hatte auf jeden Fall ein Körbchen drauf. Das weiß ich nicht, ob da ein Körbchen dran war. Das weiß ich. Aber lila habe ich schon gesehen. Und dann habe ich sie auf Nachbarhof gesehen. Da steht irgendwo lila Fahrrad oder pink. Aber wie gesagt, das war. Mifa war das oder die haben eigentlich, muss ich sie mal fragen. Sagst du, ich hätte sie gesehen, oder? Ich denke, ich hätte das den Tag gemacht. Nicht, dass die Assi da was geklaut haben. Das ist halt. Ja. Umweltschuhe, diese Fahrrad eigentlich. Ja, na klar. Ich fahre ja schon seit zu meinem 5. Geburtstag, habe ich ein rotes Fahrrad geschenkt bekommen. Mit dem habe ich fahren wieder. Ziemlich schwer. Und fährst ich runter und unten hin und her. Ich hatte ja noch ein Fahrrad mit 3 Rädern und mit 4 Rädern, aber dass du nicht umkippst. Hier auf dem Nachbarhof. Du kannst ja gar nicht um. Du kannst nur umkippen. Wobei Phil, ne, gleich wie ich. BMX ist richtig gut. Ich werde bald mal BMX fahren. Ich glaube, ich erkenne die Vorteile eines großen BMX. Dicke Reifen muss dann, das ist besser. Schmaler. Naja. Aber mit Dynamo. Es gibt ja schon Nabendynamo, die sind auch schön. So wie das Rad sich bewegt. Das hat was vom Reiten. Das heißt auch, dass das Fahrrad reiten. Genau, hier haben sie. Hansi. Wo ist es hin? Ich habe als Kind eine Beleuchtung für eine alte Brücke gemacht. Da waren wir zur Kur. Und da sollten wir uns was einfallen lassen. Da war auch so Entrümpelung und sowas. Da war ein altes Rad. Ich weiß nicht, was da. Ein Klappfahrrad, der Lenker. Den haben wir an der Dings gemacht, an der Brücke. Und das Rad haben wir so mit solchen Schaufeln versehen. Das hing im Fluss drin, ja. Mhm. Und dann haben wir den Dynamo und dann haben wir da die Brücke beleuchtet. Das war schön. Das machen wir alles nochmal. Musst du abends ja mal ich möchte, ich glaub dir das, aber ich möchte das sehen, dass du das kannst. Zeigst es mir nochmal, nur noch viel schöner. Ja, mich. Irgendwann mal. Komm auf meine Wunschliste. Auf eine Brücke, wo Wasser immer durchläuft. Ja, irgend sowas. Die Schaufel nimmt das mit wie so ein Schaufelrad. Ich helfe dir dabei. Du siehst ja, wie es geht, dann lerne ich was. Und durch den Dynamo? Da kann ich mir was abgucken. Hm? Ja? Das wird schön. Durch den Dynamo oder Turbine, wie man so sagt? Ganz genau. Hm? Hat man Licht. Eigentlich in England hat jemand erfunden, du kannst ja ein Fahrrad von deinem Handy lang. Geht alles. Hm? Hier, Musst du da dann noch in den Nachbarn? Hm? Gibt es ja das Fahrradkino. Hm? Da sitzen 2-3 Leute auf Fahrrädern. Hm? Und die sind angeschlossen und es wird dann so verarbeitet und geleitet, dass die damit ein Kino betreiben können. Und da kannst du dann auch theoretisch deinen Laptop oder dein Handy aufladen. Ja, das ist alles schön gemacht. In Afrika gibt es solche alten Fahrräder, das sind richtig, die kommen da hin, die fahren den ganzen Tag Fahrrad. Und dann geht da hinten so ein Trichter dran und die malen den Kaffee. Genau. Am besten wäre es, es gibt doch jetzt diese Akku-Bikes, ne? Ja. Na? Aber umgedreht, dass der Akku während du fährst dich auflädt. Weißt du, wenn du zu Hause ankommst, den ersten Tag hast du noch ein bisschen Energie mitgebracht, ja? Und dann kannst du da zu Hause einen Film gucken oder so, oder ein Lied singen oder was auch immer. Na, das ist schön, ja. Und ja, das ist doch clever. Das kannst du in solchen Gebieten machen, wo du keinen Strom hast. Einfach mal umpolen. Umpolen drumherum gehen.
Na gut, die Akkus sind aber dann auch zu entsorgen, kaputt sind, aber das ist ja, kommt ja darauf an, wie oft sie kaputt geht, oder? Mhm. Gut. Oder die Name hält aber länger. Da war in Afrika immer da mit einer Plastikflasche, macht da ins Dach rein mit Wasser und der speichert sie und dann haben die abends Licht drin. Ich weiß auch, wie das geht. Das Internet, Hans, ist voll von so tollen Ideen, die du alle ausprobieren kannst. Steht schon mit Bauanleitung, mit hier, mit Vormachen, können wir uns alles angucken. Voll davon, ja, voll davon. Ganz mal ohne Strom. Da verteilt ihr auf dem Dach und dann da bündelt das Licht und dann hast du abends Licht. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das geht, aber da kommen wir auch noch drauf. Es gibt ja auch die cleveren Sonnenkollektoren, ja. Mhm. Einfach nur schwarz anmalen und warmes Wasser. Oder schwarze Beutel, eine schwarze angemalte Gießkanne. Reicht aber, eine schwarze Donne auf dem Dach und das erhebt sich. Und das Wasser in einem schwarzen Fass ist manchmal auch bei Frostzeiten immer noch Plusgrade drin. 5 Grad kalt ist das. Das gefriert nicht. Welches Wasser? Was in einer schwarzen Tonne ist. Wenn du jetzt auf dem Dach sowas hast, mhm. Das gefriert nicht und nicht so schnell, da bist du ja minus 30, 40 Grad. Ja. Hast du ja hier nicht. Ja. Und im Sommer, wenn du da badest und hast so eine Tonne, musst du das immer noch Wasser nachfüllen. Mhm. Oder wenn der Ventil da irgendwie, wie so eine Pferdebox, wenn die dran schnupsen, dass es Wasser nachläuft. Das ist schön. Nach Bedarf. Nach Bedarf, wenn du das Pferd hier da rein und schnupst das dann. Könntest du alles koppeln mit irgendwas, Jübsch? Lass uns einfach mal keinen unnötigen Müll produzieren. Windraut. Nehmen wir uns für 2017 vor, wir produzieren keinen unnötigen Müll. Wir sind jetzt ganz kreativ und upcyclen. Wir kreisen nach oben. Wenn du was hast, wo Bewegung ist, kannst du ja gleich nutzen. Ja. Das wie bei einem Traktor, die früher, oder der ersten Maschine, da war so ein großes Band. Weil das sowieso sich gedreht hat beim Traktor irgendwas und dann wieder was. Ja. Von Familienbetrieb. Machen wir Familienbetrieb. Ich war in Ibukollen auch schon arbeiten, das hat Spaß gemacht. Die haben dann welche eine Eselskutsche gehabt oder Pferdekutsche und hatten hinten einen alten Motor, Traktormotor. Und dann haben sie eine große Säge dran gehabt und die haben Holz in sich. Die sind da richtig übers Dorf gezogen. Ja. Die frühere Scherbenschleifer mit seinen Füßen hier. Das ist ja nicht schön. Das haben wir ja ab, einfach der Zweck geschmissen, weil es kaputt worden ist. Steht alles im Hof bei uns. Da ist so viel, das ist alles so voll. Und es braucht einfach nur Arme, Hände und Arme. Nicht Dave. Komm, man kann ja auch was Zweckentfremden, wo die es nur einführen. Richtig, was ist alles draußen? Da, guck mal, Tisch spielen oder Flöte. Ja, genau. Und diese Flöte, wäre diese Flöte nicht, könnten wir den Tisch nie so nutzen, wie er genutzt wird. Wir werden ständig wackeln und irgendwann kaputt gehen. Mhm. Wenn die Kinder spielen, das ist eine große Flöte. Eine große Flöte. Ich habe den schon gefragt, aber der kann kommen. Da brauchst du lange Finger für so ein Ding. Ne? Mhm. Bei den letzten Tonnen komme ich auch nicht zu. Ja. Es gibt ja auch so, nicht mit der Luft, da gibt es auch so einen Frosch, wo du drauf trittst, wo du deine Luftmatratze aufpumpst. Mhm. Da bist du sowas hier, wo du was anderes aufpumpen kannst. Wärme steigt nach oben. Könnte man auch nutzen, Andi. Richtig. Na hier, Christian ist ja schon fleißig an seinen Ideen irgendwie im Modell umzusetzen. In Schweden gibt es so einen Ofen, da heizt das ganze Haus. Siehst du? Da brauchst du keine Rohre, nicht schuldig. Du heizt nur den Ofen, dann ist das ganze Haus vor. Es gibt ja auch Metallrohre, die geben ja auch Wärme ab, wo da Dampf rausgeht. Da hat er mehrere Schornsteine. Und die Rohre verlegen sie in der... Stichwort Abwärmeöfen. Also wenn du den Ofen irgendwo hinsetzt, meinetwegen so einen kleinen Allesbrenner, und dann baust du dann aber dann nochmal aus Stein, solchen Steinen, irgend so... Schmutzstein wärmt sich auf. Ne? Da geht die Luft durch, dann wird das wie eine Heizung. Ganz genau, so das ist einfach nur die Abwärme, weil die geht ja sonst direkt durch den Schornstein. Das ist ja das, worum es geht. Deswegen wird es ja verbrannt, um die Wärme zu nutzen. Das machst du mit dem Abwärmeofen. Da kannst du eine Bank bauen, dann kannst du dich drauflegen, kannst du Wasser erhitzen damit, kannst du alles bauen. So was wollte ich ja auch in diesen Hütten, ja, wo du kommst und gehst. Kannst du machen. So was müsstest du da auch einbauen. Wenn du ein bisschen Feuer machst, dann findest du noch, da wo du schläfst ein bisschen. Genau, warmes Wasser, sowas alles.
Schabottstein erwärmt sich. Früher hat meine Oma einen Schabottstein unten auf den Ofen gelegt und ins Bett mit ihr packt eingefüllt und hat gewonnen. Das ist gut, dass du mir das erzählst. Wir haben nämlich auch noch ganz viele Schabottsteine im Dachboden stehen. Den hat mein Vater noch aus Kupfer, so Kessel, Teekessel, Wärmekessel, kennst du den noch? Als Wärmeflasche. Das ist das, meine Oma hat unten so viel Feuer. Ich hatte schon mal so eine, die war aber aus Eisenmetall. Mit Steppflöhe, du machst dann das heiße Wasser rein und dann legst du es ins Bett. Na? Und dann schon. Die Klasse schon mit zu drehen. Das wird ja auch in so einer Hütte reichen, wenn dir ein bisschen was warm ist, hast du dich da drunter kuschelst. Oder unter das Bett schiebst, dann bist du Bett warm. Das ist natürlich eine Miezekatze. Zwei. Und zwei sind auch besser. Eine hier und eine da. Ja, ja. Das habe ich heute Abend wieder. Warum sind die Nierenkorte alle aus Katzenfell früher? Früher, die haben auch die Knochen nicht weggeschmissen. Die kannst du noch mal als Heizmaterial nehmen. Ach, manche afrikanischen Staaten, die sammeln die Kuhkacke ab. Die sammeln die, wenn sie trocken sind. Kannst du heizen damit. Oder mit, gibt ja auch nicht mit Biogas. Es kommt ja irgendwo in einen großen Topf und dann die Gase dann genutzt. Dann wird das ab und zu mal abgepumpt, dann wird es getrocknet. Dann kannst du das nochmal nutzen zum Weizen. Das kannst du alles nutzen. Gibt nicht so wie, gibst die Abgase, als wenn du Kohle verbrennst oder ne? Atom oder was vernünftig. Ja. Warum musst du den Atom mehr nutzen? Bloß man kann nicht mal Staubecken hinbauen, bloß weil du dann dein Wasser haben willst, das ist ja auch scheiße, ja. Wenn du eine Felsen baust, dann machst du einen Trichter rein und da sammelt sich das Wasser immer. Und dann willst du unten. Hast du zwar noch kaltes Wasser? Mhm. Ich habe das mal gesehen, wo war das? Da gibt es eine richtige Stadt, die im Felsen drin ist. Und dann gab es auch welche, die haben Auswanderer in Spanien. Die haben irgendwo eine Felsschlucht gefunden und dann haben die da, zuerst haben sie alten Bauwagen da hingezerrt. Mit dem Traktor oder irgendwas, da haben die Turnier geholt. Das war Aussteiger, die ja in Deutschland aussteigen, die woanders leben wollen. Ja. Und dann haben die ihre eigene Stadt. Da war ein bisschen Höhlen und dann haben die das richtig, sich so Raum gebiggert, wo die drinnen wohnen. Vor einem kleinen Balkon und eine Tür zum Zumachen. Und dann ist im Winter, die haben immer ein Dach rum kaputt. Warum einen Kekop machen, dass das Dach mal kaputt geht. Das wäre auch was Schönes. Lässt einen riesen Felsblock dahin. Hin, stell in deinen Garten und dann bekommst du das raus. Hier im Saalkreis gibt es auch so was, ein altes Flugzeug, da lebt der alte Mann in einem alten Schiff, in einem alten Boot. Ja, ich weiß ja nicht. Oder eine alte Mühle, da sich aus, gibt so viel, die bauen sich so eine Mühle aus. Was schon in der Natur hat, was schon da ist, ich weiß nicht. Na gut, in der Mühle, wenn das Rad oder Knecker dann noch. Hier. Da ist gar keine Karte drin, das klingelt aber auf jeden Fall. Ich überlege meine Karte da drüben reinzusetzen, da ich alles habe ich alles drin. Kannst du mal sehen, das bringt sich dann mal aus dem Konzert. Ja, das neue Handy weiß ich nicht. Das ist auch sowas Kleines. Reicht ja doch, oder? Reicht doch, dass es erreichbar ist. Vor allem, wenn die auf den gleichen Platz sind, die brauchen die einfach eine Schnur spannen zum Nachbarn und mit einer Büchse, kennst du das? Kannst du sprechen? Ja, Schützentelefon, einfach so der Backe. Na? Kannst du einfach so der Backe? Na, einfach eine Schnur, eine Draht. Ich liebe ihn. Doch, die Drahtwein wollte ich nicht mehr halten. Naja, Spaghetti. Da wollten wir aber auch Wäsche rüberspannen von links. Von links nach rechts, aber da hat die Autos und viele. Ganz auf Film, Hörspiel. Ach, das da war auch wieder die kleinen Männchen, wir waren gerade wieder, die Toten noch gesehen. Wie heißen die überhaupt?
wie ich unser Haustelefon baute. Einfach so. Wie ich unser Haustelefon baute. Eines Tages. Schön. Ein Häuschen. Wie ich unser Haustelefon baute. Eines Tages kam Bruno auf den Gedanken, wir müssten uns öfter sprechen können. Zum Beispiel, wenn wir bei den Schularbeiten sitzen und wir hätten ein Telefon, da könnten wir uns anrufen und fragen, was mit der Mathematikaufgabe ist. Hm. Er kam auf diese Idee, weil er im Nebenhaus wohnt. Ich fand die Idee gut. Wir können auch geheime Telegramme aufgeben. Zum Beispiel, bitte grüße Tante Emilie könnte bedeuten, komm heute um 3 Uhr zur Höhle im Park. Oder andere solche Sachen. Eigentlich war es ein Wo bekommen wir ein Telefon her? Die Post baut uns bestimmt keins. Die Post darf davon gar nichts wissen. Wir bauen alles geheim. Aber wenn uns die Post nichts baut, wo bekommen wir die Telefonapparate dann her? Am Ende einer langen Strippe werden alte Schuhkrimmdeckel oder sowas ähnliches festgebunden. Über die Deckel spannt man Pergamentpapier. So, ich gehe jetzt in die eine Ecke des Zimmers, du in die andere. Halt den Deckel ans Ohr. Ich höre nichts. Gleich fange ich an zu kratzen. Bruno kratzt auf dem Pergamentpapier herum. Wirklich, es raschelt in meinem Hörer. Ich hörte das ganz deutlich. Dann kratzte ich. Bruno hörte es auch. Jetzt nahm Bruno seinen Schuhcreme-Hörer an den Mund und sprach etwas. Ich verstand zuerst nichts. Doch als er lauter sprach, hörte ich es deutlich. Unser Telefon ist gut, nicht wahr, Zitterbacke? Ja. Und jetzt bauen wir das Telefon von Wohnung zu Wohnung. Dann können wir uns toll unterhalten. Wenn es kratzt, muss man den Hörer abnehmen. Unsere Häuser standen nebeneinander. Straff? Ich wohne eine Treppe hoch, Bruno parterre. Der geht so straff. Zuerst sammelten wir Schnur, bis es reichte. Die Schnur müssen wir jetzt über den Baum da in mein Zimmer bringen. Du kletterst drauf, knotest die Leitung an einem Ast fest und wir ziehen sie in unsere Wohnung. Gut. Sieht wirklich aus wie eine Telefonleitung. Wir müssen aufpassen, dass keiner die Wäsche dran aufhängt. Also da schlag doch das Gewitter rein. Zitterbacke in meinem Pflaumenbaum. Nein, ich brauche ihre Pflaumen nicht. Mama hat gerade 5 Pfund im Konsum gekauft. Und was machst du dann in meinem Baum? Hä? Ich lege eine Telefonleitung. Telefonleitung? Das ist ja eine Doppeloper, die du mir erzählst. Mach dich wohl über mich lustig, ja? Du, das sag ich deiner Mutter. Aha, Zitterbacke im Pflaumenbaum. Bei mir fehlen auch schon Stachelbeeren. Ich wollte mich gerade umdrehen und sagen, dass ich überhaupt keine Stachelbeeren esse. Beim Umdrehen passte ich nicht genau auf, trat vorbei und fiel Frau Mattner genau vor die Füße. Ich rappelte mich auf und rannte davon. Im Hausflur traf ich Bruno. Entkommen, Zitterbacke? Komm schon, aber jetzt bin ich ein Pflaumendieb. Das meine Mama erfährt. Du denkst nur an das Telefon. Unten erst Eierkorn. Geht nicht. Müssen wir es oben versuchen. An der Hauswand? Da kletter alleine. Nicht klettern, sondern von Wohnung zu Wohnung. Und wir lassen uns in die Wohnung rein? Und was sollen wir sagen? Das mache ich schon. Und Bruno schafft es auch. Wir müssten für die Schule eine Hauswand messen, sagte er zu Herrn Hopfenheit, der über uns wohnt. Herr Hopfenheit brummelte, aber er ließ uns herein. Von Herrn Hopfenheits Fenster ließ Bruno den Bindfaden herunter. Als auf dem Hof wieder alles still war, band ich die Leitung an und zog sie herüber. Nun musste sie ans Flurfenster, weiter zu Michalaks, zu Stönes und dann runter zu Brunos Fenster. Das war nicht einfach. Bruno hatte wieder eine Idee. Ich musste einen Stein holen und ihn am Ende der Schnur festbinden. Du lässt die Leitung so lange pendeln, bis sie am Flurfenster hochkommt. Dort fange ich sie auf und binde sie fest. Los, pendle! Pendle, ne? Also da schlagt doch das Gewitter rein. Erst versucht Zitterbacke in meine Pflaumen zu gehen, und jetzt will er mir auch noch die Scheibe einschlagen. Na, nur lassen Sie mal die Jungen in Ruhe, ja? Die arbeiten für die Wissenschaft. Och, die erzählen doch nur Opern. Und ihre Wissenschaft ist Pflaumenklauen. Ach. Außerdem verschütten Sie dauernd die Asche. Fangen Sie erst mal bei sich an, ja? Das ganze Haus redete durcheinander. Und am Abend hatte ich einen kleinen Ärger mit Mama. Am nächsten Tag klappte es aber. Wir spannten unsere Leitung zu Stönes Fenster und dann runter zu Brunos. Wir sind jetzt fertig, Zitterbacke. Ja, ich bin völlig fertig. Macht nichts, Alfie. Alfons, jetzt telefonieren wir erst mal richtig. Wir gingen jeder in unser Zimmer. Ich holte meinen Schuhcreme-Hörer hervor und presste ihn ans Ohr.
Er blieb still. So wartete ich 2 Stunden. Dann ging ich zu Bruno. Aber seine Mama sagte, er sei schon lange Fußballspielen gegangen. Ich rannte wütend zu ihm. Er schoss gerade ein Tor. Oh! Bruno! Ja? Warum hast du mich nicht angerufen? Ich rufe dich heute Abend mal an. Telefoniere mir dann die Russisch-Vokabeln durch. Gut, 3-mal kratzen. Ja. Am Abend wurde es wieder nichts. Ich machte das Fenster auf. Bruno! Bruno, rufst du endlich an? Das ist ganz schön blöd. Ich rufe schon 1/4 Stunde und du nimmst nicht ab. Prüf du die Leitung und lern die Vokabeln allein. Zum Donnerwetter nochmal! Potz, Blitz und Gewitter! Ruhe! Ich ging an diesem Tag ärgerlich schlafen. Nachts wachte ich vom Kratzen auf. Ja, ich hörte das ganz deutlich. Das war Brunos Telefon. Hier spricht Zitterbacke. Was gibt's? Bruno, so antworte doch. Lebst du noch? Was ist denn los mit dir, Alfie? Was hast du denn? Wenn Bruno etwas passiert ist. Der Telefonhörer klingelt immer zu. Was klingelt? Der Hörer kratzt, meine ich. Was kratzt? Oh, Alfie, hast du schlecht geträumt? Alfie, hast du schlecht geträumt? Hörst du denn nichts? Es kratzt doch. Die kratzt nur. Aber regnen. Junge, es regnet doch bloß. Hör mal. Auf dem Fensterbrett klingelt der Regen und kratzt am Fenster. Du hast was Schlechtes geträumt, ne? Na gut. Schlaf schon. Also was vom Morgen warf ich meinen Hörer in den Müllkasten. Ich traf dabei Herrn Hopfenheit und Bruno. Na, Kinder, habt ihr eure Hauswand vermessen? Es sollte ja bloß ein Telefon werden. Herr Hopfenheit verstand mich nicht, aber Bruno verstand mich. Du kannst telefonieren mit wem du willst, aber mit mir nicht mehr. Wieso? Hat's bei dir gestern nicht geklingelt? Ich hab doch gestern Abend angerufen. Aber du hast wieder mal nicht abgenommen. Jetzt, was ich schön finde, bei Haustelefon, das vor Kinder, hatten wir früher. Ja. Oh, das sind wir da immer auf dem Kranz hier, hat mir gerade Batterien rausgebaut. Da war die Schnur verlegt, da konnten sie von einem Zimmer zum anderen telefonieren. Blödsinn, dann statt dahin zu gehen und zu fragen, dann war das Telefon benutzt. Wie ich ein falscher Betrunkener war. So, ich kann mir erstmal rüber machen, hier meine. Ich bin schon halb 1. Ich kann bald mein Essen machen. Ja, es ist schon gleich 12:45. Ich will mich dann auf die Bank. Jo, ich bedanke erst, aber die Nutze, ja meine. Mach mal, Kopf, ich schreibe mir das alles mal auf, ich fahre mal so ein Notiz zu. Ja. Ach, und dann mach ich. Ja, das reicht schon. Ja. Schreib das erstmal voll. Ah, ah. Einmal bitte voll schreiben. Oh. Ich muss noch was dazu schreiben. Oh, was willst du da? Ideen für. Ich will Stichpunkte, schreibe ich da. Hier blinkt was Blaues am Telefon. Ja, ich will's. Ruf deine an, nö. Nee, das, ich weiß nicht, warum es angefangen hat. Hans und glücklich seine Wünsche. Oh. Ja? Das war auch niedlich, ne? Ciao. So klebt alles. Hans im glücklich sein. Ja, oh, na gut. Muss ich mal gucken, wie man das findet. So und so, kreuz und quer. Ja. Alles, was der einfällt, einmal rausschreiben. Da muss ich mir Stichpunkte machen, muss ich mal gucken. Ah. Oh, ah. Oh, Spiegel habt ihr auch. Musst du eine Kerze davor stellen, wird es abends heller. Richtig. Schön. Ja, eine Kerze davor, guck. Ich wachsen die Pflanzen so schön bei dem. Ich weiß nicht, was der alles macht. Ja? Ab und zu mal lesen. Und viel Licht. Licht. Ich meine, alles Licht. Der hat doch Dünnstäbchen drin. Ja? Ach so, es ist die Fehler hier vielleicht. Ich habe mal mit Flügel gemacht. Ja. Das ist doch schön. Die einen Sachen finde ich gut. Ich habe auch noch Rot gemacht. So. Ich mache mir das. Ich mache mir das. Gut. Cool.